Okay, heute spielen wir mal wieder Teardown, eine neue Karte, die tatsächlich in diesem Spiel sehr, sehr beliebt ist. Und zwar ist das die beste Teardown-Karte von einem Flugzeug, die jemals gemacht wurde, die eine echte Simulation von einem Flugzeugabsturz zeigen kann, und das ist unglaublich cool. Diese Karte ist nicht normal, man hat hier tatsächlich einmal die Möglichkeit, sein Level auszuwählen. Es gibt nur ein Level. Man kann hier die Option auswählen, ob man Sonnenaufgang, Sonne oder Sonnenuntergang haben möchte oder Nacht sogar. Man kann jetzt erstmal Sonne auswählen. Ich glaube, das ist für uns dann am besten. Ne? Dann haben wir hier ein bisschen die Auswahl, was für ein Wetter wir haben wollen. Ich glaube, ich nehme jetzt erstmal ganz normales Wetter. Und dann können wir hier nochmal in der Map einstellen, wie es denn drinnen aussieht. Ob wir eine normale Kabine haben wollen, mit sogar solchen Sauerstoffmasken. Eine besetzte Kabine voller Leute. Eine besetzte Kabine, die so relativ besetzt ist. Oder eine FPS-Kabine. Und ich würde sagen, bevor wir überhaupt mit Leuten irgendwie loslegen, würde ich jetzt erstmal eine FPS-Kabine nehmen, denn dadurch haben wir die meiste Performance. Das heißt also, wir haben hier auch ein paar Mods mit eingebaut, denn wir werden nämlich in diesem Flugzeug natürlich auch mal wieder was kaputt machen. Und das wird mein PC wieder in die Knie bringen. Denn Teardown ist nämlich eins der sehr, sehr kompliziertesten Spiele zum Berechnen, weil hier nämlich tatsächlich jeder Block einzeln kaputtbar ist und alles kann man umschmeißen. Und deswegen müssen wir hier aufpassen. Also, wir sind in einem Flugzeug und fliegen tatsächlich hier jetzt gerade drin. Wir sind komplett alleine. Ich glaube, wir können mal unsere Items benutzen. Ich habe ein paar Items aufgegraben, wie zum Beispiel diese Physics Gun. Damit können wir tatsächlich Sachen in der Luft schweben lassen und auch wieder mitnehmen und fallen lassen. Dann habe ich noch einen Ballon mitgebracht, weil nämlich heute Ballon-Gratis-Tag ist, glaube ich. Man kann diesen Ballon da dran machen und dann leuchtet der da so. Juhu! Man kann ihn übrigens auch wieder wegmachen. So, dann C4. Ich weiß nicht, ob ihr C4 kennt, aber C4 explodiert sehr schnell. Dann habe ich ein Katana mitgebracht. Damit kann ich mir hier erstmal hier die Kabine aufmachen. Ne? Oh, oh, da habe ich jetzt was. Oh, oh. Oh, 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 das wollte ich nicht. Ich wollte die... Oh, oh, Mist, ich musste das unbedingt aus der Hand nehmen. Das ist zu groß. Oh Gott, ich habe hier jetzt gerade eben was angezündet. Ah, das Flugzeug brennt. Es gibt auch keinen, der gerade dieses ganze Flugzeug hier steuern kann. Oh, oh, das Flugzeug brennt. Das Flugzeug brennt, das wollte ich nicht. Okay, warte mal. Wenn das Flugzeug brennt, wir haben noch eine Mega-Gun und einen Nuke dabei. Das ist alles falsch. Okay, wisst ihr was? Ich glaube, wir gehen hier einfach mal raus. Ich glaube, wir schlagen hier jetzt einfach mal die Tür auf. Komm, mach die Tür auf, Mann. Mach die Tür auf, Mann. Okay, warte, die kriegen wir. Wir kriegen die Tür auf. Alles gut. Warte mal, kann ich hier nicht einfach Physics-Gun... das Ding hier aufmachen. Einmal die Tür bitte auf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist hier los? Oh oh. Der Rauch zieht rein. Oh nein. Hilfe. Oh Gott. Okay, es leuchtet sogar rot. Okay, das ist aber... das ist wirklich gar nicht mal so unrealistisch gemacht. Oh oh. Was passiert denn da jetzt vorne? Wenn da vorne jetzt alles brennt, dann zieht sie jetzt uns hier die gesamte Luft rein in die Kabine. Okay, meine Passagiere, die nicht verfügbar sind. Wir müssen leider gehen. Okay, ich nehme den hinteren Ausgang. Ich nehme meinen Ballon mit am Ballon-Gratis-Tag. Okay, warte mal, ich gehe hier hinten hin und nehme nochmal mit der Physics-Gun hier die Tür raus. Und ich glaube, ich werde mich jetzt einfach wagen, hier rauszuspringen, okay? Oh Gott, kann man hier wirklich rausspringen? Oh mein Gott, draußen fliegt sogar schon das Ganze. Oh mein Gott. Wow! Oh nein, ich bin jetzt einfach rausgeflogen. Hey, Flugzeug! Oh, oh mein Gott. Ich bin leider auf dem Boden gelandet. Oh, das war natürlich jetzt nicht so... Okay, ich bin jetzt wieder drin. Hey, Flugzeug, ich bin wieder da. Sieht so aus, als ob das ganze Flugzeug hier immer noch am Brennen ist. Oh ja, das sieht gar nicht mal so gut aus. Sag mal, können wir nicht sogar... Ah, ich habe sogar einen Flugmod eigentlich installiert. Wir können das Flugzeug jetzt sogar von außen sehen. Ist ganz schön laut hier draußen. Ich glaube, ich habe die gesamte Fahrerkabine vorne angezündet. Das sieht gar nicht so gut aus. Okay, okay, okay. Ich muss vielleicht irgendwas probieren. Komm, wir schmeißen vielleicht mal irgendwas in die Turbine rein, oder? Wir versuchen mal, was in die Turbine reinzuhalten. Kann ich da rein sprayen? Oh, guck mal. Oha! Ich spray die gerade an. Jetzt wird die gelb sogar an den äußeren Seiten. Ja, das sieht ja cool aus. Wow, jetzt habe ich die gesamte Turbine gelb gemacht. Okay, was passiert, wenn wir da Schaum reinmachen? Oh, Junge. Ganz schön schaumig. Oh, da hinten. Oh, nee, der Schaum fällt sogar vorne wieder raus. Die hat keinen Bock auf Schaum. Oh. Oh, und da ist der Wind wieder. Auf einmal, gerade eben war der Wind weg. Okay, können wir das Ding hier anhalten? Oh, oh. Oh, oh. Das Triebwerk brennt. Oh nein, das wollte ich nicht. Jetzt brennt das ganze Ding. Oh nein, das Triebwerk brennt. Ich halte dich an. Anhalten. Anhalten, anhalten. Nicht mehr drehen. Oh, oh.
Oh, oh, dieses Triebwerk scheint nicht mehr zu funktionieren. Auf der linken Seite ist aber noch alles in Ordnung. Ein Ballon. Hey, guck mal, der Ballon dreht sich da drin. Wow, guck mal, die Ballons. Juhu. Ich leg mal nochmal ein C4 rein. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt funktioniert. Time between detonated charges. Oh, jetzt habe ich da gerade ein paar C4s reingetan. Die kann man also hier so überall platzieren. Es ist ganz schön laut hier draußen, ne? Und wenn ich jetzt also auf K drücke, sollte ich jetzt also eine... Oh, eine Explosion hervorrufen. Die hintere Turbine funktioniert noch. Ich gehe mal mit dem Laserschwert rein. Oh, oh. Oh, das sieht gar nicht so gut aus. Das sieht gar nicht so gut aus. Können wir da... Ich muss was reparieren. Mit meinem Laserschwert repariere ich hier kurz was. Oh, das scheint nicht so gut zu funktionieren. Oh, ich komme gar nicht durch das Triebwerk durch. Au! Oh, jetzt ist es explodiert. Aber das Flugzeug fliegt einfach immer noch. Warum fliegt denn das Flugzeug immer noch vorwärts? Ohne Triebwerke? Okay, dann müssen wir jetzt also mit den stärkeren Sachen rangehen. Gehen wir mit einer Supergun rein. Oh, Junge, wir müssen das Flugzeug in zwei teilen. Oh, jetzt fliegt's runter. Oh, tschüss Flugzeug. Zumindest der vordere Teil. Ciao. Oh, Junge, das sieht gar nicht mal so gut aus. Okay. Das sieht gar nicht mal nach einem guten Flugzeug aus. Oh Gott, ich bin drin im Flugzeug. Oh, ah, oh mein Gott, Alter, man wird voll nach hinten geworfen. Sag mal, stürzen wir gerade ab? Ich möchte nicht abstürzen, Hilfe. Oh, man wird voll nach hinten geworfen, Hilfe. Ich will hier raus. Ah, okay, gut, das war gerade ein ganz schöner Fail. Oh Gott. Was haben wir denn? Aua, ich bin wieder gestorben. Oh, das war gerade wieder eine böse Geschichte. Okay, wisst ihr was? Wir starten mal dieses Level hier neu. Diesmal machen wir es anders. Wir gehen auf Options und diesmal machen wir mal die schlimmste Nacht, die es überhaupt nur geben kann. Nachts. Mit einem Donner. Oh mein Gott, guck mal, wie das aussieht. Donner und nachts. Und dann natürlich machen wir Occupied FPS. Sprich also, wir haben dann ein paar Leute mit drin, die da mit uns zusammen drin sitzen, okay? Und wir werden gucken, was wir da jetzt mitbringen können. Ich möchte es nicht zu sehr übertreiben, weil mein PC soll noch leben. Weil wenn wir hier zu viele Leute reinmachen, dann wird es hier brutal. Okay, meine werten Damen und Herren. Werte Damen und Herren, mein Name ist Roman Romanski. Piep. Oh, ich habe sein Gesicht angesprayt. Guck mal, das ist jetzt nichts. Das ist jetzt einer von den Simpsons einfach. Und du bist auch einer von den Simpsons. So, okay, wir haben zwei Passagiere von den Simpsons mit dabei. Und du da übrigens auch. Das ist Marge, das ist Lisa, das ist Bart. Ah nee, das kann gar nicht Marge sein, da fehlt Farbe. Okay, also wir haben jetzt tatsächlich draußen anderes Wetter. Okay, es sieht anders aus. Wir können mal probieren, was wir hier eigentlich noch so machen können. Was haben wir eigentlich da? Oh, eigentlich hätte ich das auch so aufmachen können, ne? Oh, es gibt hier eine Toilette. Ja, Wahnsinn. Ich habe am Anfang habe ich gar nicht gesehen, dass es hier eine Toilette gibt. Oh, ich habe den Spiegel aus der kaputt gemacht. Uiuiui, okay. Wir machen noch nicht alles von Anfang an kaputt. Wir gehen mal in die Flugkabine. Sind jetzt diesmal auch Leute... Ah ja, es gibt auch Leute, die fliegen. Oh, wow. Okay, das sieht aber echt nicht nach einem guten Wetter aus, meine guten Piloten. Oh! Du, Entschuldigung, ich habe deinen Passagier nebendran, ne? Ich habe deinen Co-Piloten hier gerade gemacht. Tut mir wirklich leid, Mann. Okay, ich wünsche dir viel Spaß hier vorne. Okay, ich mach mal hier die Kabine wieder zu. Sieht so aus, als ob er alles im Griff hat. Ich habe nur aus Versehen seinen Kumpel geschlagen. Oh, Cola. Guck mal, wisst ihr, was wir auch machen können? Wir können hier den Kunden so eine Cola geben. Hallo, wer möchte eine Cola? Oh, der sieht ja aber ganz schön aus wie einer von den Simpsons. Also, hier. Oh, der hat, hier. Willst du Cola trinken? Oh, Alter, die werden ja ganz betrunken von Cola. Oh, wieder Cola getrunken. Hey, aber nicht zu viel trinken von der Cola, sonst wirst du wieder mit... Oh, er ist auch betrunken geworden. Hier, trink noch ein bisschen mehr. Trink noch ein bisschen mehr. Okay, warte mal. Ich gebe ihm sogar noch ein bisschen was mit. Ich werde ihn nochmal... Ich werde ihn ablöschen. So, damit er hier auch schön sauber wird. Ui. Das ist aber hier ne, das ist aber ein Dreckspatz. So. Okay, und hier hast du noch einen Ballon am Ballon-Gratistag. Ah! Oh Gott, der Ballon scheint ihn mit nach oben zu nehmen. Ich gebe ihm noch einen. Wow, der Ballon hat ihn richtig weit mit nach oben genommen. Oh, okay, ich nehme die Ballons wieder weg. Oh Mann, sorry, Kumpel. Ich wollte das nicht. Okay. Oh, ich habe jetzt wieder dieses tödliche Laserschwert in der Hand. Oh nein, damit mache ich wieder alles kaputt. Okay, wir versuchen jetzt mal was anderes. Wir versuchen uns mal in den Boden von diesem kleinen... Oh nein, es brennt wieder. Schnell ausmachen.
Ausmachen, ausmachen, ausmachen. Das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Wir nehmen wieder den Hammer. Weil sonst brennt nämlich die ganze Hütte wieder. Wir gucken uns mal an, wie das hier unten aussieht, so ein Flugzeug. Ah, wir kommen da aber nicht durch. Wir brauchen da schon ein bisschen was. Light Katana. So, gucken wir mal, wo die... Oh mein Gott, was habe ich getan? Oh mein Gott, von wo? Oh, what the fish? Ich sehe nichts mehr. Hilfe, Mayday. What the fish? Das ganze Ding geht unter. Okay, ich habe irgendwas Falsches gemacht. Mein PC kann nicht mehr. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Oh Gott. Oh mein Gott. Nein, ich habe wieder unten alles kaputt gemacht. Ich habe unten alles kaputt gemacht. Oh, ich bin so ein Dummy. Triebwerk, nein. Warte, Triebwerk. Oh nein, jetzt habe ich auch noch das Triebwerk kaputt gemacht. Oh, und es regnet dann auch noch. Okay, warte, warte, warte. Ich werde einfach von vorne... Ich werde jetzt einfach eine Nuke platzieren, okay? Shockwave-Radius mache ich ein bisschen größer. Ich mache sie auf 45. 45er Schockradius. Shockwave-Strength. Auf O kann man es größer machen. Auf P kann man es größer machen, ne? Wir machen auf 200, auf 300 machen wir die Shockwave-Stage. Okay. Und wir platzieren das Ding. Oh Gott, was habe ich denn jetzt gemacht? Was habe ich gerade getan? Mein ganzer Bildschirm ist rot geworden. Ich habe es nicht so gemeint. Okay, wir machen noch mal ein Level, okay? Ein Level, aber diesmal ganz. Einfach ganz, okay? Das heißt Options. Wir machen wieder Sunny. Oder wir machen Sunset. Sieht dann schöner aus. Clear. Und wir machen Options. Das ist eine normale Kabine ist, aber eine Occupied Normal Cabin. Okay? Let's go. Und diesmal gucken wir mal, wie die Masken sogar runterfallen. So. Meine werten Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu Ihrem Flug 419178-700-910. So, ich guck mal, was ich... Was? Ich habe doch gar nichts gemacht! Ich habe nur einmal die Decke berührt! What the fish? Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Was ist denn das für eine Kabine? Nein, die ganzen Leute fliegen raus. Oh mein Gott. Was ist denn hier passiert? Ich habe doch gar nichts gemacht. Nein, die ganzen Leute springen runter. Die haben doch nicht mal einen Fallschirm dabei. Sie waren doch noch so jung. Oh Mann. Oh mein Gott, habe ich gerade das ganze Flugzeug genommen? Oh wow, mein PC scheint das nicht sogar... Dieses Flugzeug fliegt einfach komplett auseinander. Das wollte ich nicht. Ich wollte das ganz und gar wirklich nicht. Neustart. So. Oh, okay. Meine werten Damen und Herren, wir probieren es mal wieder. Diesmal kommen wir auch an. Flug nach Puerto Rico. Wir sind hier wieder am Start. Wie kriege ich die Masken hier runtergeflogen? Irgendwas muss ich doch machen, damit es Mayday gibt, oder? Kann ich gegen dieses Ding da hauen? Oh. Okay, nochmal. Okay. Irgendwas muss ich doch tun, damit es irgendwie kaputt geht. Ich versuch's nochmal mit dem Leitkatana. So. Kann man hier die Tür einfach rausreißen? Aber da passiert gar nichts. Wir fliegen nicht mal. Kann es sein? Oh, doch, jetzt fliegen wir. Okay, ich möchte die Masken sehen. Wo sind die Masken? Da! Sie fliegen! Oh mein Gott, wo sind die ganzen Kunden? Meine Kunden? Nein! Wo seid ihr alle hin? Oh, da seid ihr ja. Meine werten Damen und Herren, bitte nehmen Sie die Masken. Oh, bitte. Oh, Junge, da hat sich aber jemand den Bauch vollgeschlagen, muss ich sagen. Hast du dir einen Cheeseburger gegönnt, oder? Meine werten Damen und Herren, bitte bleiben Sie sitzen. Das ist nur eine kleine Turbulenz. Wir haben vorne einen kleinen Ausfall an der Tür. Oh, da haben sich wieder ein paar Leute zu viele Burger reingehauen, hä? Okay, bleiben Sie sitzen. So. Okay, meine werten Damen und Herren, es gibt gar kein Problem, keine Panik auf der Titanic. Wir werden nun ganz kurz etwas Besonderes machen. Und zwar werden wir mit der Megagun dafür sorgen, dass wir den unnötigen Ballast von der Vorderseite entfernen werden. Bleiben Sie bitte alle sitzen. Ich kümmere mich darum. Okay, bleiben Sie sitzen und wir fliegen. Perfekt, alles klar.
Wir haben den unnötigen Ballast, wie zum Beispiel unseren Kapitän vorne, abgeworfen. Ich hoffe, Aerosol Airwaves hat Ihnen gefallen. Das war ein wunderbarer Flug. Ich nehme den Ausgang hinten. Wow! Yeah! Okay, wir können hinten den Ausgang dann nehmen. Ich glaube, wir springen jetzt raus, so richtig dingsmäßig. Warte, wir können vielleicht sogar noch eine Nuke platzieren hinten. Ne? Und let's go! Woo! Okay, explodiert das Flugzeug jetzt? Mein Spielzeug laggt wieder. Mein Spiel laggt wieder. Oh! Oh, ich glaube, da kommt eine Nuke. Ich glaube, das ist eine Nuke. Oh ja, da ist auf jeden Fall was explodiert. Autsch. Okay, 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 okay. Oh, ich glaube, das ganze Flugzeug fliegt jetzt auseinander. Der ganze hintere Schweif vom Flugzeug ist kaputt gegangen. Oh mein Gott, das ganze Flugzeug bröckelt auseinander und es fliegt auch weg. Oh, und das Triebwerk, das rechte, ist gerade explodiert. Nun gut, meine werten Damen und Herren, das ist ganz schön laut. Das Flugzeug haben wir jetzt wirklich in alle Teile irgendwie kaputt gebracht. Meine werten Damen und Herren, schreibt mir gerne in die Kommentare. Oh, da ist sogar übrigens das andere Teil. Oh, jetzt sind wir gestorben. Meine werten Damen und Herren, das war Aerosol Airwaves. Ich hoffe, ihr seid gut mit mir geflogen. Gebt einen Daumen nach oben, falls ihr den Service und den Orangensaft genauso gut fandet wie ich. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Und ciao!